Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Cute Clay. Mein Name ist Anna und wir machen heute gemeinsam eine Pinselablage in Form von Erbsenschoten. Für dieses Video verwende ich zum Großteil das Grün von Zenith No. 1, ein bisschen, wie ihr sehen könnt, Zenith Opaline Weiß und ein wenig Hellgrau von Fimo. Ich möchte aus drei Farben eine Farbe machen und daher rolle ich es immer wieder aus und drehe es dann ein. Jetzt haben wir fast das gleiche Grün wie vorher. Naja, egal, weiter geht's. Ich teile es in zwei Stücke und forme es etwas länglich. Das wirst du jetzt gleich sehen. Weil wir wollen ja eine lange Erbsenschote. Und daher brauchen wir etwas dünnes, langes. Und das vordere Teil forme ich etwas spitz und fahre mit einem Ausroller, du kannst auch ein Glas nehmen, den hinteren Teil ab, damit er schön glatt ist. Das gleiche machen wir jetzt nochmal. Drüber rollen. Genau. Und etwas glatt streichen. So. Genau, einfach nach deinen Bedürfnissen noch so formen, wie du es gerne haben möchtest. Unten lasse ich es noch ein bisschen rund. Das forme ich erst nachher ein bisschen spitz. Die Taktik ist einfach, als Gesamtes ein wenig zu drehen, funktioniert tadellos. Ich mache es mir schon immer sehr einfach. Aber es geht wunderbar. Und jetzt formen wir noch Zipfelmützen. Nein, ich bereite es einfach schon etwas spitz vor für später. Aber erst möchte ich noch eine Mulde machen. Für die Mulde kannst du zum Beispiel ein Eisstäbchen nehmen. Ich habe hier sogar ein eigenes Werkzeug. Ich glaube, für so etwas ist das nicht gedacht, aber ich habe es zweckentfremdet. Und es funktioniert sehr gut. Ein Feuchttuch hilft dir, es innen noch glatter zu machen. Und für den Rand, dass sich der jetzt ein bisschen mitbewegt hat, kannst du zum Beispiel den Cutter umdrehen und ihn einfach an den Rand drücken. Ihr dachtet, das kommt nicht mehr? Nein, nein. Jetzt drücke ich unten zusammen. Ganz einfach. Einfach zusammendrücken. Oder so wie ich, rumfummeln und jetzt zusammendrücken. Genau, perfekt. Super. Jetzt fehlen eigentlich nur noch die Erbsen. Ich habe für die Erbsen drei verschiedene Töne verwendet. Alle drei sind von Fimo. Und ja, es bleibt ganz dir überlassen, welche Farben du nehmen möchtest. Ich wollte es etwas erdiger. Ja, und es gefällt mir sehr, sehr gut so. Am Ende drückst du einfach die Erbsenschote ein bisschen zu den Erbsen. Und oben verstreiche ich jetzt wieder mit meinem Eisstäbchen quasi das Ganze. Also unsere Zipfelmütze wird jetzt glatt gestrichen. Und mit einer Zickzackschere schneide ich den oberen Teil einfach ab. Bisschen zurechtdrücken auf der Seite und schon ist es fertig. Ja, und diese zwei hübschen Herrschaften kommen jetzt einfach mal in den Ofen für 30 Minuten bei 110 Grad. Und dann sehen wir uns das Ganze gleich nochmal gebacken an. Ich wollte, dass meine Erbsenschoten gut geschützt sind vor Wasser und Acrylfarben. Denn wann legt man einen Pinsel ab? Meistens dann, wenn er nass ist oder wenn er eben schmutzig ist oder gerade eben in Verwendung. Und daher habe ich den Ranger Klarlack verwendet. Der hat so eine Art 3D-Finish und das gefällt mir eigentlich sehr gut. Sieht zwar aus, als wäre es gerade im Regen gestanden, das Ganze, aber ich liebe es, wenn es so glänzt. Ja, und das ist das fertige Ergebnis und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Es funktioniert tadellos. Ich habe den Erbsenschoten auch einen kleinen Härtetest unterzogen und zwar habe ich so ziemlich meine ganzen Pinsel rausgeholt und einfach mal alle durchgewaschen. Ich habe dafür sogar Pinselseife verwendet. Ich wollte einfach wissen, wie viele Pinsel ich gleichzeitig trocknen kann. Ja, ehrlich, wollte ich wirklich wissen. Das ist das Ergebnis.
Insgesamt waren es 25 Pinsel. Ihr denkt euch bestimmt, oh Mann, ist die verrückt. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit meinem Video und ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss!